Weinhold hat sich gestern im Spiel gegen Magdeburg verletzt und wird 3 Monate ausfallen. Eine bittere Sache für uns. Eigentlich bin ich so lange dabei, dass die Verletzungen keine Schock mehr sind. Gibt es auch so viele. Aber es ist natürlich ein Rückschlag für uns, ein wichtiger Spieler, Steffen Weinhold. Und deswegen ein bisschen enttäuscht natürlich und auch für ihn. Aber so ist es. Ich glaube, wir haben ein starker Kader. Es sind ja Ausfälle, Verletzungen und andere auch. Aber wir sind jetzt gut aufgestellt und ich werde mich jetzt eine Woche Zeit nehmen, um den Trainingskader endgültig zu nennen. Ich hoffe schon, dass wir eine bessere Weltmeisterschaft spielen als letztes Mal. Wir waren Siebter letztes Mal und ich hoffe, dass wir eine bessere Platzierung schaffen. Aber in erster Linie geht das jetzt um gute Vorbereitung zu machen, die Trainingsspiele zu benutzen, um Rhythmus zu kommen und dann uns in diese Turniere steigen.